Wop, 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 an Pyeongchang Style. Jetzt ist es final. Die Entscheidung ist da. Die Mannschaft feiert. Deutschland steht im Eishockey-Halbfinale bei Olympischen Spielen. Ja, ja, ja. War ein jättebra, war ein sanftes Match zwischen Sverige und Deutschland. Und Deutschland hat gewonnen im Eishockey. Sie ist bei mir endlich. Jacqueline Jacquard-Lölling, unsere Silbermedaillengewinnerin im Skeleton. Jacquard, wie geht's dir heute? Sehr gut. Ein bisschen müde so von den letzten Tagen, aber sehr, sehr gut. Ich zeig dir jetzt was. Ich habe nämlich schon mal was ausprobiert, eine Trockenübung im Skeletonfahren, okay, wie ich das so machen kann. Und da zeige ich dir ein kleines Video. Schau es dir an, bitte. Ja, das sieht schon sehr gut aus. Wir arbeiten dann noch ein bisschen an der Fahrlage, dass du denken kannst mit deinen Schultern. Es könnte was geben. Könnte was geben? Okay, du zeigst mir was? Natürlich. Auf die Plätze, fertig, los! Perfekt, das sieht sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr gute Fahrlage und fürs erste Mal gar nicht so schlecht. Und ich glaube, das wird ein neuer Rekord. Los, ihr Säcke! Ich bin bei der DKMS mit Sabrina Chakmakli, unsere Freestyle-Skifahrerin. Sabrina, wie geht's dir? Mir geht's super. Ja, super. Alles gut. Ja. Wunderbar, schön, dass du mit mir bei der DKMS bist und mit Simone Henrich von der DKMS. Simone, grüß Hallo. Dich. Hallo, ich grüße dich auch, Philipp. Sag mal, worum geht's bei der DKMS? Was ist das eigentlich? Also, wir sind eine Datei, in der wir Stammzellspender registrieren und damit Blutkrebspatienten helfen. Sabrina will sich registrieren. Wie geht das vonstatten? Sabrina, ganz, ganz einfach. Wir machen das gleich direkt über die Website. Da kannst du das dir nach Hause schicken lassen. Wenn du also von Pyeongchang wieder nach Hause kommst, dann ist das Set bei dir schon vor Ort und dann füllst du das aus und schickst uns das zurück. Sabrina ist dabei bei der DKMS. Ich bin stolz. Wir sind stolz. Yes. Dein Schüler muss immer seinen Meister übertreffen. Darf ich dich herausfordern zum Duell? Sehr, sehr gerne. 3, 2, 1, go! Ja, das war geil. Also es war sehr, sehr knapp, aber am Ende habe ich gewonnen. Die deutsche Cheerleading-Nationalmannschaft im Deutschen Haus. Das wäre doch was für Olympia, oder? Bravo! Ich habe es mir hier gemütlich gemacht mit dem Bob-Team Yamanka, Mariama Yamanka und Lisa Buckwitz an meiner Seite. Die zwei Ladies hier haben meine Pins gesehen. Ja, ich habe viele Italiener zum Tausch natürlich. Hast du schon Pins? Ja, ich habe auch schon ein paar gesammelt, aber ich habe von jeder Nation nur einen. Ja, da können wir vielleicht was tauschen. Da gibst du mir einen, ich gebe den Italiener ab. Ja, können wir machen. Wie ist das Flair bei den Spielen? Wie ist das für euch im Dorf zu wohnen? Erzählt mal kurz. Es ist schon eigentlich mega cool, wenn man halt wirklich so viele andere Nationen trifft, halt auch Nationen, mit denen man auch als Wintersportler so bisher nichts zu tun hat. Wie gesagt, man trifft Iren, man trifft irgendwelche, ja, Armeen, Australier. Gut, haben wir jetzt beim Bobfahren auch, aber jetzt nicht so viele. Es ist schon überwältigend. An welchem Stand isst du am liebsten im olympischen Dorf beim Essen? Da gibt es ja Indisch und Italienisch und Chinesisch. Und wo isst du am liebsten? Na, am liebsten hier eigentlich im Deutschen Haus, ne? Unser Sensationsgold-Damen-Bob-Duo kommt ins Deutsche Haus zu uns. Mariama Yamanka und Lisa Buchwitz. Und sie holen sich ihr Gold-Diner. Habt ihr vor ein paar Wochen gedacht, dass sowas passieren kann? Ihr hier Gold holen? Nein. Was passiert jetzt? Feiern! Feiern! Feiern!